Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid in Vickys Kitchen. Heute zeige ich euch wieder ein preiswertes Gericht, um genau zu sein, ein vegetarisches Low-Carb-Gericht. Und zwar die gefüllten Paprikas, gefüllt mit körnigem Frischkäse sind die. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. So Leute, also ihr braucht nicht wirklich viel. Ihr braucht eigentlich auch nur Gemüse, auf das ihr halt Lust habt. Ich habe mir hier jetzt bereitgelegt den körnigen Frischkäse, zwei Paprikas, die gelbe und die grüne, die haben ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ist vielleicht ganz gut zu wissen. Dann habe ich mir dieses Rosmarin-Meersalz hier genommen vom Kochhaus, das ist extremst lecker, da wird noch ein anderes Rezept für rauskommen, wo ich das gerne benutze. Außerdem Tomaten, Champignons, etwas Mais, Pfeffer und dann kommen Frühlingszwiebeln rein. So, was ihr jetzt mit den ganzen Zutaten machen müsst, zeige ich euch hier. Ja Leute, zuerst nehmt ihr mal die zwei Paprikas hier und trennt den Deckel ab. So Leute, dann nehmt ihr hier wie bei der anderen Paprika auch schon die Kerne raus. Das kann man einfach hier so rausheben. Mit dem Köpfen der Paprikas haben wir eigentlich ja schon den größten Teil der Arbeit erledigt. Die tun wir jetzt einfach mal beiseite und dann nehmt ihr euch alle euer Gemüse zusammen und ja, schneidet das klein. So Leute, dann nehmt ihr euch, wie ich hier, eine Schüssel zur Hand, macht alle Zutaten da rein, also wirklich alle. Auch den körnigen Frischkäse. Bei mir sind es hier jetzt 200 Gramm, das ist meiner Meinung nach ideal, um zwei Paprikas zu befüllen. Dann kommt dann noch etwas Pfeffer drüber. Und natürlich etwas von dem Rosmarin-Meersalz. Könnt euch das natürlich auch selber machen. Einfach Rosmarin und Meersalz. Und dann könnt ihr das alles richtig schön unterheben, dass sich das perfekt vermischt. Dann nehmt ihr euch eure Frühlingszwiebeln zur Hand oder auch normale Zwiebeln. Ich würde jetzt Frühlingszwiebeln oder vielleicht gerade noch so rote Zwiebeln benutzen. Und dann hebt ihr da auch ein paar unter. Hier ein paar hebe ich mir auf. Leute, ich probiere jetzt mal ein bisschen was davon. Das schmeckt so lecker. Schmeckt so lecker. Ihr könnt euch das jetzt natürlich hier, also ihr solltet es jetzt hier nach meinem Rezept, füllen wir das in die Paprika rein. Ihr könnt es kalt essen. Wir machen das aber warm. Und ja, dazu zeige ich euch jetzt mal noch, wie der Ofen eingestellt werden sollte. So Leute, den Ofen stellt ihr auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und das Ganze kommt für 10 Minuten rein. Ihr könnt es allerdings auch kalt genießen. So Leute, nachdem wir jetzt die Paprikas geköpft und ja, die Frischkäsemischung gemacht haben, kommt das alles hier in diese Paprika-Köpfe da rein. Könnt es gerade so ein bisschen festdrücken. Dass da auch wirklich gut eine Menge reinpasst. Ja, dann mache ich da noch mal ein bisschen was von den Frühlingszwiebeln drüber.
Ja, Deckel drauf und dann kann es in den Ofen. So Leute, nach ja, 15 Minuten waren es jetzt doch, ist die Paprika fertig. Die ist jetzt so ein bisschen weicher geworden, der Käse ist zerlaufen und es riecht richtig, richtig gut. Ja, Leute, das waren sie meine. So, Leute, das waren sie meine gefüllten Frischkäse-Paprikas. Ich finde, es ist ein richtig cooles Rezept. Wenn ihr da richtig einkauft, könnt ihr da mit 1,50 € gerade so dabei sein. Also wirklich preiswert. Jetzt zeige ich euch mal noch kurz die Nährwerte dazu. Und zwar, einmal umdrehen. Und zwar hat das ganze Essen 331 Kalorien, 27 Gramm Carbs, 11 Gramm Fett und 30 Gramm Proteine. Wenn ihr das Fett noch ein bisschen runterschrauben möchtet, beim Aldi gibt es ja, fettreduzierten körnigen Frischkäse. Aber ich denke, 11 Gramm Fett, da kann man nicht meckern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Wir werden hier Zeit für die Projekte einzunehmen. Wir möchten die Leute